Ja, Felix, gestern Abend wiedergekommen von der Nationalmannschaft, heute schon wieder fleißig auf dem Fahrrad. Wie war es beim Nationalteam? Ja, wie du schon sagst, gestern Abend sind Fausi und ich wieder zurückgekommen. Wir hatten da tolle 6 Tage, konnten uns dort schon mal ans Eis gewöhnen. Von der Intensität her würde ich sagen, war es so genau richtig. Also es war jetzt nicht so, dass wir hier tot ankommen, aber wir haben auch nicht nur gefaulenzt. Also es war eine gute Mischung, auch ein paar Teambuilding-Maßnahmen gehabt. Und ja, ich würde sagen, schon mal für uns zwar eine gute Vorbereitung jetzt mit Blick auf Montag, wenn wir dann hier mit den Jungs wieder starten. Du hast es angesprochen. Wie habt ihr bei den Tests abgeschnitten, ganz ehrlich? Ja, also ich denke, dass insgesamt alle, die dort waren, eine ordentliche Leistung da bei den Tests abgeliefert haben. Aber ich kann hier schon stolz verkünden, dass unser Kollege, der Fausi, war der fitteste Spieler dort und macht er natürlich stolz, mit ihm dann in der Mannschaft zu spielen. Das macht uns stolz. Dank dir. Ja, einen bekannten Spieler haben wir hier und einen Neuzugang, Björn Krupp und Philipp Riefers. Björn, Philipp ist neu bei uns. Was kannst du über ihn sagen? Was ist er für ein Eishockeyspieler? Also ich kenne Philipp schon seit 5 Jahren und also vom Eishockey. Er ist sehr gut Technik, er arbeitet hart, hat einen super Schuss und ich glaube, der wird uns gut tun. Und menschlich ist er auch mega gut drauf. Wie gesagt, ich kenne ihn schon seit 5 Jahren und gehe gerne mit dem essen, kann alles mit ihm machen und hat immer Spaß. Philipp, neu bei uns, herzlich willkommen erstmal. Was ist Björn für ein Typ? Er hat jetzt vieles Positives berichtet. Ich denke, du kannst auch ein paar positive Sachen über ihn sagen, oder? Ja, klar. Als Eishockey-Spieler kennt er den ja schon, ist ja schon hier gewesen. Sonst menschlich ähneln wir uns, glaube ich, so ein bisschen. Haben immer Spaß zusammen, kennen uns echt lange, waren schon zusammen im Urlaub, haben sogar schon einen Clap, den wir ewig haben. Den verrafft er zwar manchmal, aber ich denke dann immer noch dran, ihm das zu sagen. Sonst passt alles gut, wie er gesagt hat. Wir gehen gerne zusammen essen, verbringen Zeit miteinander und hatten bisher immer viel Spaß. Noch eine persönliche Frage an dich. Natürlich jetzt eine schwierige Saison gewesen in Mannheim. Jetzt hier willst du wieder voll angreifen, oder? Ja, natürlich. Deswegen bin ich hier. Alles klar, wir freuen uns. Danke.